Herzlich willkommen bei Markus Orte Pflege. Heute geht es um die Gion Polish Politur. Viel Spaß mit dem Video. Heute geht es ein wenig um die Q2M Polish von Gion. Das ist eine Feinschleifpolitur, mit der ihr mittlere Lackdefekte, sei es Hologramme oder eben feine Kratzer, relativ schnell beheben könnt. Ihr braucht das nötige Pad hierzu, am besten das gelbe von Rupes, so benutze ich das jedenfalls. Ihr könnt allerdings auch das weiße benutzen, also ein mittelhartes Pad. Die Q2M Polish gibt es auch noch in einer 120ml Variante und die gibt es auch noch zusätzlich im ganzen Set. Das heißt, ihr könnt die einmal in einer kleinen Packung testen und euch selber eine Meinung darüber machen. Die Q2M Polish hat von der Schleif- und Glanzwirkung sie relativ ausgeglichen. Das heißt, ihr müsst nicht nur tiefe Kratzer machen, könnt aber auch relativ feine Kratzer damit bearbeiten. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns einmal das Etikett an. Auch diese Flasche hat wieder 1000 ml. Ihr seht auch wieder Low Dust, also sehr wenig Staubentwicklung während des Polierens. Sieht man auch, kann ich persönlich so bestätigen. Ihr seht, der Cut Factor und Finish, also Gloss Factor, ist fast ausgeglichen. Ich sag mal hier, der ist bei 70%, der ist bei 80%. Das ist so fast die Mitte. Ist eigentlich ideal, um auch, wie gesagt, mittelverwitterte Lacke aufzubereiten. Das Etikett, das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger zu erkennen, aber ich denke mal, so seht ihr das. Das ist, Gion schreibt vor, natürlich erst ganz normal waschen, wie bei allen anderen Polituren auch. Bei einer 5-Kilo Maschine 600 Umdrehungen bei Rotation, 2000 Umdrehungen bei exzentrisch. Bei einer 1-Kilo Maschine 1500 Umdrehungen rotativ und 4000 Umdrehungen exzentrisch. Und anschließendes Abpolieren mit einem geeigneten Mikrofasertuch. Wir benutzen hier natürlich, wie auch bei der letzten Serie, das Polish Vibe von Gion. Ist auch wirklich dafür ganz angenehm zu verarbeiten. Hier nochmal die normale Beschreibung, bei der steht, wir können 1:1 Isopropanol benutzen oder Gion Prep, um festgebrannte oder eben festgesetzte Politurrückstände zu lösen. Wichtig, nicht in, also vor Frost schützen, nicht in der Sonne verarbeiten, Handschuhe tragen und eine Schutzbrille. Schutzbrille können wir eigentlich ignorieren, außer ihr arbeitet dauerhaft auf Kopfhöhe. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze jetzt aus mit meiner LAR15, mit dem gelben Pad und mit dem Washer Mod. Der ist schon mit drin, das ist noch die Mark 1, also die 1er Version. Funktioniert aber alles 1A und dann würde ich sagen, schreiten wir rüber zur Lackoberfläche. Wie auch im vorherigen Video zum Q2M Compound, was ihr jetzt auch nochmal oben in der Beschreibung seht, zeige ich euch nochmal den Lackzustand vorher, bevor ich mit dem Polieren beginne. Hierzu nehme ich die Scan Grip Sun Match. Das ist noch die 1er Version mit nur einem Lichtspektrum, reicht aber vollkommen aus für unsere Anwendung. Ihr seht, hier haben wir einen mittelmäßigen Lackdefekt, also ist schon ziemlich runter, weil natürlich sehr viel Waschanlage ist. Das ist ein Audi Schwarz Metallic Lack, mittelhart, also nicht zu weich, auch wirklich nicht zu hart. Ist kein keramischer UHS Lack und ihr seht das ja. Im letzten Video haben wir ja mit dem Compound das Ganze schon mal aufgearbeitet. Ich werde jetzt einen relativ kurzen Gang fahren. Ich würde sagen, lieber drei Bahnen ziehe ich mit dem Pad und dann gehe ich auch nochmal gleichzeitig beim Compound mit drüber. Ich löse dazu schon mal das Ganze hier, damit wir diese drei Stufen eben komplett einmal fertig haben, damit ihr seht, wie hoch die Schleifwirkung wirklich bei den Polituren ist. Sonst ist es immer ziemlich schwer, sich ein Urteil zu bilden über die jeweiligen Polituren. Zu meinem Setup benutze ich eine LAR15, wie ich euch eben gerade schon mal gesagt habe. Ich habe hier den Washer Mod drin und das ist noch die Mark 1 mit einem orangenen Griff. Ich habe ein neues Rupes Pad 130-150, also 150er Auflagefläche. Die Maschine hat 15 mm Hub, aber ihr könnt natürlich auch mit jeder x-beliebigen anderen Maschine diese Polituren verarbeiten. Das Auftragen mache ich natürlich wieder mit dem Dispenser Bottle, weil das ein wenig leichter ist. Dazu muss ich meinen Stützteller festhalten und werde diesmal auch ein bisschen weniger Politur auftragen. Natürlich ein bisschen, genau. So, jetzt habe ich den Dreh raus. Der letzte sieht natürlich wieder super aus. Typischer Vorführeffekt. So, und dann verteilen wir nochmal auf 3 die Politur und polieren dann auf 6. Ich mache wieder keinen Zeitraffer, ich versuche aber ein bisschen schneller zu arbeiten, damit ihr ein bisschen so diesen zeitlichen Abschnitt habt. Los geht's!
Wie ihr natürlich mir genau richtig erkannt konntet, habe ich leider ohne Handschuhe gearbeitet. Es ist immer das Gleiche. Ich vergesse sie auch verdammt oft. Muss mich selber wieder dran erinnern. Alles klar, wir haben die Oberfläche jetzt einmal alle poliert. Das Stück nur mit dem Q2M Polish und das Stück mit Q2M Compound und anschließend mit Q2M Polish. Ich werde das Ganze jetzt mit einem neuen Polish-Wipe-Tuch auspolieren. Das Auspolieren läuft wie immer ab. Wir schlagen die weiche Seite nach vorne, schlagen das zweimal ein und polieren das Ganze in kreisenden Bewegungen ab. Was ich schon mal jetzt zu der Politur sagen kann, die ist relativ, wie soll man sagen, leicht zu verarbeiten, schmiert nicht zu stark, lässt aber genug Gleitwirkung über. Die Schleifwirkung ist mittelmäßig, man merkt das auch wirklich deutlich. Wenn wir nämlich jetzt mit der Scan Grip rübergehen, seht ihr, es sind nicht alle Kratzer weg. Genau. Ich sag mal so, zu 40% sind die Defekte behoben. Aber ihr könnt ja sehen, hier geht's weiter. Seht ihr diese, die da? Genau die. Da sind noch einige. Und wenn wir jetzt aber über die andere Fläche gehen, die sieht schon mega geil aus. Die sieht schon richtig geil aus. Und man kann auch genau den Unterschied erkennen. Da hole ich euch mal kurz ran. Jetzt versuche ich das einmal richtig zu demonstrieren. Wir sehen hier schon einen richtig geilen Glanz. Also der sieht wirklich gut aus, muss ich persönlich schon sagen. Auf der Kamera sieht er noch ein bisschen zu matt aus, weil natürlich das Licht zu stark reflektiert. Aber so mit dem Augenlicht sieht das echt richtig gut aus. Da ist gar kein Kratzer mehr drin. Gut, schreiten wir weiter zu der Oberfläche. Seht ihr, ab hier beginnt's. Da. Seht ihr das? Da, genau wo der Leuchtkegel ist, da war die Grenze. Und jetzt haben wir natürlich hier noch einige Kratzer drin. Das heißt, den Lack müssen wir erst mit einem Compound bearbeiten und dann mit einer Feinschleifpolitur. Nochmal um zu schauen, was die Feinschleifpolitur alles rausholen kann. Hoppala, bin ich abgerutscht? Nicht so wild. Hier der Vorherzustand und hier der Nachherzustand. Ist schon, ich sag mal so 40% sind draußen, eben noch die etwas tieferen. Klar, ne? Das ist aber ganz normal. Aber mit dem Compound vorher, das gefällt mir richtig gut. Habe ich nicht gedacht, also dass ein Compound doch wirklich so hier effektiv ist bei so einem Ding. Aber gut. Das war mal ein richtig guter Test. Da konnte man mal sehen, dass diese Feinschleifpolitur, also die Polish, ich nehme mal die kleine Flasche, die Polish von Gion eine relativ geringe Schleifwirkung hat, aber in Verbindung mit dem Compound ein richtig gutes Ergebnis abliefert. Hat man bei anderen Polituren nämlich sonst nicht so, bei vielen anderen Polituren, ich sag mal Kochchemie oder Chemiegeister, ist eben so, dass die Feinschleifpolitur schon eine relativ hohe Schleifwirkung hat und es manchmal schon ausreicht, mit der zu arbeiten. Je nachdem natürlich ist es dann aber so, dass bei tiefen Kratzern die Politur an die Grenze stößt und ich sag mal so, dann zwei, drei tiefere Kratzer übrig bleiben und die Politur das wiederum nicht schafft, außer man bleibt natürlich länger drauf oder nimmt ein härteres Pad. Das finde ich nicht schlecht bei den Gion-Polituren, dass eben das Compound wirklich, sag mal, Pflicht ist bei solch verwitterten oder zerkratzten Lacken, die als erste Stufe zu verwenden und anschließend das Polish, was wirklich einen sehr guten Glanz gemacht hat. Ihr habt es ja auf dem Video gesehen, kein einziger Kratzer mehr vorhanden und das ist jetzt wirklich eine Stelle, da drückt die Waschbürste oder Lammfell, was weiß ich was für ein Gedöns da alles immer verbaut ist, drückt da richtig rein. Und ich denke mal, ich werde das ganze Auto ja sowieso damit polieren, aber ich denke mal, das wird ein richtig, richtig geiler Glanz. Perfekt, also für uns nochmal zum Mitdenken und zum Lernen, Polish, eine Feinschleifpolitur, aber im Idealfall nur verwenden mit dem Compound. Wenn ihr so einen Lackzustand habt, habt ihr einen Neuwagen oder einen Wagen, was nur mit Handwäsche gewaschen wurde, reicht sicherlich auch die Polish. Perfekt, alles klar. Im nächsten Video geht es weiter mit dem Q2 Primer. Wenn ihr wissen wollt, was Q2 beim Primer heißt und warum die anderen Q2M heißen, wünsche ich euch natürlich viel Spaß beim nächsten Video. Subscribe, liken, teilen.